Volkswagen präsentiert am Pariser Autosalon den besten Passat aller Zeiten. Ja, der Passat der 8. Generation, der ist wirklich so vielfältig. Bei dem Auto ist komplett alles neu und anders, hochwertiger. Beginnt beim Design, bei den Technologien bis hin zu den Motoren. Er schlägt jetzt ganz klar eine Brücke in die Oberklasse und ist einfach, um es ganz kurz zu sagen, die neue Art der Business Class. Die Markteinführung in Österreich erfolgt voraussichtlich noch im November. Den Passat-Variant gibt's ab 30.900 und die Limousine ab 29.200 Euro. Das jüngste Modell von Seat, der Leon Experience, bietet Vielseitigkeit in einer neuen Dimension. Ja, wir haben zum ersten Mal einen Crossover. Das heißt, es ist ein Auto, das natürlich für alle Lebenslagen, ob sportlich, ob auch bergiges Terrain, alles kann der Crossover, der neue Experience, besser. Das heißt, es ist ein Kombi, immer mit Allrad, und es gibt Kombinatoriken, die gibt es sonst auch beim Leon Kombi nicht. Zum Beispiel einen bärenstarken 184 PS Dieselmotor kombiniert mit einem Automatikgetriebe und mit Allrad. Das sind natürlich schon eigene Vorerlebnisse oder natürlich auch mit einer eigenen Verarbeitung. Wenn Sie bei diesem Auto Alcantara wählen, dann haben Sie es nicht nur auf die Sitze, sondern auch in den Seitentüren. Das sind sonst eigentlich Items, die man nur von einer Oberklasse gewohnt ist. Natürlich die Assistenzsysteme wie das ACC und so weiter ergänzen dann den hochwertigen, qualitativen Eindruck des neuen Leon Experience. Die günstigste Variante des Seat Leon Experience mit Allradantrieb und 110 PS beginnt bei 28.690 Euro. Weltpremiere feiert Skoda mit der 3. Generation des Fabia in der Kurzheck- und auch in der Kombi-Ausführung. Ja, der neue Skoda Fabia ist ein ganz, ganz neues Auto. Kein Teil ist gleich geblieben vom Vorgänger. Das merkt man einerseits an der tollen neuen Linienführung mit den scharfen Kanten, aber auch die ganz große Überraschung mit diesem Auto, das Fahrerlebnis ist wirklich einzigartig. Die Proportionen sind sportlicher als beim Vorgänger, der Innenraum ist etwas größer und das trotz gleicher Außenlänge und etwas niedrigerer Fahrzeughöhe. Im neuen Fabia gibt es zudem 17 praktische Simply Clever Lösungen und er bietet den größten Kofferraum seiner Klasse. Wem der Kofferraum bei der Kurzheck-Variante noch zu klein ist, der entscheidet sich am besten für den Kombi mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.395 Liter. Preislich startet die Kurzheck-Variante bei 12.700 Euro und kommt wie der Kombi im Jänner auf den österreichischen Markt. Die neue Generation des Porsche Cayenne feiert jetzt auch als SE-Hybrid Weltpremiere. Mit unserem neuen Cayenne SE Hybrid vereinen wir das Beste aus zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite einen Plug-in-Hybrid, der über die Haushaltssteckdose geladen werden kann, mit einer Reichweite bis zu 36 Kilometern. Das heißt also, alle Fahrten oder die meisten Fahrten, die unsere Kunden unter der Woche Richtung Arbeitsplatz unternehmen, werden damit abgedeckt, rein mit Strom. Und am Wochenende können Sie dann große Ausfahrten unternehmen, weil die Reichweite durch den Benzintank ja letztendlich eine uneingeschränkte ist. Und somit wird das ideale Fahrzeug für freizeitorientierte Familien, die aber sehr einen ökologischen Touch haben. Den Porsche Cayenne SE Hybrid gibt's ab sofort in allen österreichischen Porsche-Zentren.